Der Würfelkasten. Boah, was geht denn jetzt ab? Wir kommen zurück zu Silent Hill 2. Eieiei. Und so kann ich das auch noch drehen. Ach, ich werde verrückt. Und den springen oder wie ist das? Oh. Gibt es jetzt neue Möglichkeiten? Nicht so richtig, ne? Die Gliederwand hier würde ja auch noch stehen wieder eins. Okay, also müssen wir jetzt irgendwie die Sache mit dem Würfel hier. Okay, hätte ich mal einfach nur einmal mehr gedreht. Also was ich mich aber in der Zwischenzeit so gefragt habe. Das Spiel. Wir spielen ja nur ein Remake, ja? Und man hat ja jetzt an vielen kleinen Nuancen teilweise zum Beispiel jetzt die Abneigung von James zwischendurch gespürt oder die Unsicherheit gesehen oder diese ganzen kleinen, feinen Sachen. Das gab es ja damals alles gar nicht. Wie hat man das transportiert? Wie ist das abgelaufen, frage ich mich. Ja? Oder ist das einfach weggefallen und man musste sich noch mehr das zusammenreimen? Ja, weil das, da hat man ja schon viel drin gesehen. Das lässt ja auch viele schließen so. Und ich glaube, Zwischensequenzen gab es damals in der Form nicht, ne? Also doch, bestimmt. Aber das hast du bestimmt nicht so erkannt. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder ich irre mich einfach. Ich kenne das Original leider gar nicht. Nee, hier knarzt mein Radio, da gehe ich nicht rein. Ich muss da rein, auch wenn mein Radio knarzt. Ah, ich sehne mich zurück an Orte, die irgendwie stets nachempfunden sind. Oh, gehen mir jetzt hier alle paar Sekunden schon wieder Käfer auf den Sack. Was sind denn die Räume? Ah, okay, ja. Ich hatte Angst, ich verpasse was, aber kurz bevor ich es angeklickt habe, weil ich gedacht, das wird er jetzt ja wieder nicht so lösen können. So, hier wird es auch ein Objekt sein müssen. Okay. Oh, ist das der Kanisterkopf? Ah, hier unten! Ah.
Will er mich verarschen? Nur weil ich da nicht in seine scheidenartigen Hände direkt reingeschossen habe. Oh, den habe ich nicht wahrgenommen. Absolut nicht. Was kommt denn noch so ein Vieh? Nein. Den Müllcontainer brauchen wir gleich. Oi! Lady! Ich bin erschreckt. Hat geklappt. Na, warte! Komm mal her! Oh, die ist besser hier. Bisschen mehr Nahkampfen. Meine Ressourcen gehen zur Neige. Oh, wir haben unser Trash-Moped hier ein bisschen rumfahren. So viel mal die Tür hier. Oh, das sieht aus, als ob es richtig stinken muss. Ja, aber. Oh, ey, bis wieder rein ist das Tunnel. Nee, nur mal rinfassen. Dass er da was gesehen hat. Ist das Terpentin? Feuerzeug, yes. Okay. Das ist natürlich im Kühlschrank. Gut, haben wir das auch. Jetzt brauchen wir noch Feuerzeug, oder was? Die müssen wir wegschieben. Ja. Jetzt kommen wir wieder zu den Käfers. Ah, guck mal, das war vorher. Jetzt. Jetzt hat er. Kein Bock auf das Vieh, ne? Können wir jetzt schon wieder zurück?
Aber nur Benzin an sich, das ist ja jetzt nicht ausreichend, ne? Er würde jetzt wieder so tun, als ob er nicht zufällig ein Feuer in der Tasche hat. Völlig klar. Lauf, James, Junge! Keine Ahnung, wo wir sind. Wer geht denn so mit diesen Zimmern um? So ein Schweinehund. Du musst richtig suchen, Junge. Da sind... Was? Feuerzeug? Docht? Was? Das ist Streichhölzer. Können Sie sich bitte verpissen? Das ist immer der Moment, wo ich dodgen will. Ekelhafte Sau. Oh. Also das, ich glaube hier so, könnte das denn so schwer werden, ohne Schusswaffen auszukommen, oder? Ich meine, diesen Vaginal hinten, den könnte man zur Not ja aus dem Weg rennen. Ruhig, junge Lady. Ich möchte nur kurz in die Wahlkabine.
Du bist ein beschissener Klicker. Eiserner Schlüssel. Und wo kam ich denn jetzt? So, die können wir jetzt entriegeln. Wenn wir jetzt geradeaus weitergehen, kommen wir an die Tür, die wir nicht aufmachen konnten, weil uns da der Schlüssel gefehlt hat, oder? Asi. Ah, das ist schon mal nicht richtig hier. Achso, wie hätten die gemacht? Ach, guck mal hier. Perfekt. Ich mach das, keine Sorge. Oh, ein schönes warmes Blubberbad. Boah, da will er jetzt reinfassen? Kann man sich da nicht was Schlaues einfallen lassen? Boah, James, echt? Genau, lass uns eine schlaue Lösung für die Sache finden. Irgendwie kriegen wir da drunter gekühlt. Ja, siehst du, einfach nur mal ein Ventil runterdrehen. Alle Dude. Oh, die Kloschüssel ist explodiert. Warum? Gutes Feuerzeug. Hä? Alles zerrissen hier. Ah, so dürfen wir jetzt kombinieren. Okay. Geil. Wir haben Feuerzeug. Zurück in den Hauptraum. Das ist schon mal. Wir laufen einfach hier lang. Und wieder ein Loch. Hm.
Also ich weiß nicht. Wo ist Angela? Wie konnte man die jetzt einfach so aus den Augen verlieren? Warum sind wir wieder hier? Ich will nicht hier sein. Aber mal gucken, was Mary sagt. Vielleicht hat die eine neue Waffe für uns. Maria, Entschuldigung. Moin. Gucken wir mal nach der Fleischwand. Dann. Aber das hatten wir schon, ne? Das sieht ungesund aus. Wie bin ich denn gerade bei dem anderen Gebäude weitergekommen? Ich soll da nicht rein, oder? Und da hinten geht's auch nicht weiter. Hoch. Achso, das muss dann immer irgendwo hinführen, okay. Gut. Scheint hier jetzt auch nicht geklappt zu haben. Ja, wer denkt sich sowas aus, Ben? Da waren wir doch.
ist es nicht. Karte des verlassenen Bereichs. Ach ja. Großer Kratzer an der Wand. Kratzer an der Wand. Kratzer an der Wand. Na? Wer versteckt sich? Oh, du Blöde! Geh dein Knie weg, Junge! Oh. Die Viecher sind echt die Besten. Die haben sie so gut eingesetzt. Achso. Luki Luki. Ein Schlüsselinski. Nicht aufstehen. Aber hier komme ich ja nur auf die andere Seite, ne? Aber ist ja eigentlich cool.
Ah, okay. Die Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Leider 3, leider 2. Oh Gott. Ja. Die eine Leiter war ja auch gar nicht so uninteressant, weil da war ja noch ein Tor mit einem Rad oder so zum Drehen, ne? War das hier? Ah, da ist der kleine Schlüssel für, dann passt das ja. Sind sie fertig? Ah, guck mal, da geht's auch durch. Komm schon, James, du schaffst das. Du kannst da wieder runter. Na, siehst du. Feiner Lumpi. Wo bin'sch? Tor mit Handschellen. Ah. Okay. Oh, langsam kann ich aber nicht mehr hier. Ja.
Ja, da konnten wir eben nicht durch. Das war zu. Boah, echt jetzt? Finde den Seitenschneider. Keine Objekte. Oh Mann, ey. Das wird bei mir gerade hier so ein bisschen überstrapaziert. Dieses Suchen nach Dingen in Labyrinthen. Sein Ernst jetzt? Dich brauche ich jetzt aber gar nicht, Kollege. Ich meine, es ist nett von ihm, dass er mal nach uns schaut, aber er muss nicht. Foto. Die ganze Welt liegt vor uns. Mit der Nummer 19. Gut, also wir sind dem schon mal so nicht entkommen. Aber es ist schon mal eine gute Option zum Flüchten. Alter, renn hier. Oh! Scheiße. Oh. Ich bin so erschrocken, dass es unten im Sack gezogen hätte. Oh, ist das bitter. Oh, der ist da reingekommen und hat echt nach uns gelangt. Und das muss richtig knapp gewesen sein. Alter. Stört ihn nicht so richtig, ne? Er teilt uns aber nur Schmidt. Oh Gott, hat er weh getan. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er da wirklich reinkommt. Oh. Das ist eine Krankenschwester, Ludwig. Boah, ich hab jetzt Bock auf den Speicherpunkt. Oh. Ich bin der Meinung, ich hab dieses Geräusch gehört. Wenn er zurückgerufen wird. Nein.
Nutrition and Drink. Nutrition Power. Was ist hier los, ey? Können wir doppeln. Ist der Bolzenschneider? Den hat er jetzt einfach hier rausgezogen? Mit der Schramme. Ah, ist von unserem Freund dann wahrscheinlich, ja? Na gut, wir machen jetzt aber hier Päuschen. Ich speichere jetzt hier und dann sehen wir uns wie immer in der nächsten Folge von Silent Hill wieder. Ich brauche auch eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.